Getrübte Vorfreude auf das letzte Gruppenspiel. Vor dem Duell mit Ungarn hat Deutschland die ein oder andere Verletzungssorge. Dazu spreche ich nun mit unserem RND-Chefreporter Tobias Manske. Hallo Tobi, Grüße nach Herzogenaurach. Hallo Roman, ich grüße dich. Schöne Grüße nach Hannover. Vor allem ein Spieler macht Sorgen. Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger, der ARD-Experte, sprach schon von der Kapsel der Nation. Wie ist der Stand bei Müller? Ja, es ist so, Thomas Müller ist eben gerade fröhlich mit dem Fahrrad hier zum Abschlusstraining, was jetzt hinter mir gestartet ist, vorbeigekommen, hat freundlich gegrüßt, aber er steht nicht mit auf dem Platz. Er ist im Fitnesszelt, macht dort eine individuelle Einheit mit Lukas Klostermann zusammen. Und ja, das könnte ein deutliches Zeichen sein, dass es nicht reicht für das Spiel gegen Ungarn. Jogi Löw war eben vor der Einheit extra nochmal im Fitnesszelt drin, hat mit beiden Spielern nochmal gesprochen, ist jetzt aber rausgekommen, um das Abschlusstraining zu leiten. Aber wenn jemand das Abschlusstraining nicht mitmacht, dann ist es normalerweise eng, dass er auch beim Spiel zum Einsatz kommen kann. Also es sieht nicht gut aus für einen Einsatz von Thomas Müller. Thomas Müller ist auch nicht der Einzige, der angeschlagen ist oder dann sogar fehlen muss. Es gab noch ein paar andere Angeschlagene, zum Beispiel Mats Hummels oder auch Ilkay Gündoğan. Überall hat es ein bisschen gezwickt und gezwackt. Wie schaut es denn bei denen aus? Da sieht es auf jeden Fall besser aus im Vergleich zu Müller. Die beiden sind auf jeden Fall auf dem Platz. Ilkay Gündoğan ist mit Toni Rüdiger auf den Platz gekommen, gut gelaunt. Und auch Mats Hummels hat eben im Aufwärmprogramm ein paar Mal gut den Ball hochgehalten, hat auch keine Bandage ums Knie. Bei den beiden gehe ich davon aus, dass sie für das Spiel fit sind und auch für die Startelf in Frage kommen. Zu Thomas Müller vielleicht nochmal dann eine Nachfrage. Wer könnte ihn denn ersetzen? Es gibt ja die ein oder andere Möglichkeit. Auch da sind sich die Experten relativ einig. Viele sagen, Leon Goretzka muss jetzt zurückkehren in die Startelf. Hin und wieder fällt auch der Name Florian Neuhaus. Wie denkst du, wird sich der Bundestrainer denn entscheiden? Ja, also sollte Thomas Müller tatsächlich ausfallen, wäre für mich auch der erste Kandidat eindeutig Leon Goretzka. Der hat ja schon bei seiner Einwechslung in Portugal ordentlich Dampf gemacht, hat einen Schuss an die Latte gesetzt. Der würde perfekt dann passen. Und er hat auch gestern in der Pressekonferenz gesagt, dass er sich diese Müller-Rolle quasi hinter den Spitzen in der Offensive zutrauen würde, dass ihm das gut zu Passe stehen würde. Und ich gehe davon aus, dass er der erste Kandidat wäre, um Thomas Müller zu ersetzen. Dann blicken wir doch mal auf das Spiel gegen Ungarn. Das 4-2 gegen Portugal, das hat irgendwie gefühlt das ganze Land in EM-Fieber versetzt. Gefühlt ist Deutschland bei dieser EM jetzt wirklich erwacht. Nicht nur die Mannschaft, sondern tatsächlich auch die Fans im ganzen Land. Nun geht es eben gegen Ungarn. Die haben sich sehr gut präsentiert bisher. Haben 1-1 gegen Frankreich, gegen den Weltmeister gespielt. Aber, das muss man dazu sagen, jeweils in ihrem eigenen Wohnzimmer in Budapest. Nun müssen sie in München ran. Was denkst du, macht das aus dem Spiel der Ungarn nun gegen Deutschland? Also meiner Meinung nach eine ganze Menge. Die Ungarn, wie du es eben schon gesagt hast, haben zwei sehr, sehr gute Spiele gemacht, aber halt vor ihren eigenen Fans. Jetzt müssen sie hier nach München kommen und ich glaube, dass das einen brutalen Unterschied im Spiel auch für sie macht. Sie werden nicht diese massive Unterstützung von den Rängen haben, wie sie es sonst vorher hatten. Und ich glaube schon, dass das das Spiel und auch die Leidenschaft vielleicht, mit der sie rangehen, verändert. Also leidenschaftlich werden sie natürlich trotzdem spielen, aber ihnen wird das fehlen, diese Unterstützung von den Rängen. Deswegen wird es ein ganz anderes Spiel, als es für sie gegen Frankreich oder Portugal der Fall war. Und es spielt ehrlich gesagt eher der deutschen Mannschaft in die Karten, weil die Ungarn werden sicherlich ein paar Prozent noch mehr gegeben haben oder mehr aus sich rauskitzeln können mit den Fans in den Rücken. Und das wird ihnen jetzt hier fehlen in München und das wird der deutschen Mannschaft zugutekommen. Nichtsdestotrotz darf man die Ungarn natürlich nicht unterschätzen. Vor allen Dingen das 1-1 gegen Frankreich war wirklich stark gespielt, gut verteidigt, dann gute Konter gesetzt. Also man darf das auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen und ich glaube auch nicht, dass das deutsche Team das tun wird. Tobi, dann sind wir mal gespannt, wie es ausgeht und vor allem, wer dann letztendlich auf dem Platz steht. Vielen Dank für deine Eindrücke nach Herzogenaurach. Ciao. Gerne, schöne Grüße. Also, Jogi Löw braucht noch Ersatz für Thomas Müller, wie es aussieht. Und auch an der einen oder anderen Stelle gibt es noch Bedarf, ob es wirklich reichen kann, zum Beispiel bei Mats Hummels oder Ilkay Gündoğan. Alle Infos zur EM gibt es nach wie vor bei rnd.de und bei sportbuzzer.de und auch in der neuen Folge des EM-Studios. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.